Ja, moin und willkommen zurück beim Was ist los Podcast. Mein Name ist Sören und ich treffe mich hier mit Profisportlerinnen und Insidern aus der deutschen Triathlon-Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente Kopfkino und Ziele reinzuzoomen. Das Motto ist klar, möglichst wenig Standardphrasen und Fragen, die schon 8000 Mal gestellt wurden. Kurzum, mehr Pro-Insights und natürlich ordentlich Futter für Swift und den Long Run. Ja, vielleicht hast du es am Ende der letzten Folge schon bemerkt, dass da diesmal kein Teaser zum nächsten Gast kam. Also die Side-Story dazu ist folgende. Wenn man sehr hohe Ambitionen hat und dann einen Podcast im 2-Wochen-Rhythmus rausbringen will und der Überzeugung ist, dass das natürlich alles auch geiler und regelmäßiger Content sein muss, dann schnürt man sich natürlich bei einem Fulltime-Job und XYZ privaten Sachen auch so ein bisschen sein eigenes Korsett. Anyways, umso mehr happy und dankbar bin ich, dass mir mein heutiger Gast seine knapp bemessene Zeit geschenkt hat. Und du kannst dich jetzt auf knapp 80 Minuten mit dem Krawallmacher und vielleicht sympathischsten und lässigsten Triathleten in der deutschen Triathlon-Szene freuen, Maurice Clavel. Wir plaudern hier über unsere schöne, bunte Triathlon-Bubble und über den Wandel, den man sowohl medial als auch performancetechnisch in den letzten Jahren durchaus erkennen kann. Und wie sieht eigentlich er das Triathlon-Game im Jahr 2022 und mit welchen Problemen hat er im Alltag zu kämpfen? Das alles und viel mehr gibt's jetzt zu hören. Und ja, ich höre jetzt einfach mal auf zu labern, würde ich sagen, und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Talk mit Maurice. Also weil du es jetzt gerade so erzählt hast, ich finde es eher krass, dass ihr dann sozusagen ja uns Content-Leuten die Zeit halt schenkt, so nicht, weil es ist ja sehr begrenzt. Du hast ja auch erzählt, nicht, neben Job, Familie, da bleibt halt nicht viel Zeit. So, da muss man takten. Das stimmt, genau. Und es gibt halt irgendwie immer was zu tun, ne? Also so jetzt mit Training, da muss ich da gucken und hin und her, kreuz und quer. Und ich meine, man macht es ja gerne. Aber es muss eben passen. Und so wie wir halt auch im Vorfeld gesagt haben, ja gut, wann passt denn? Ja, komm, Samstagvormittag, das ist doch super. Ja. Da ist jetzt gerade einfach eine Lücke und dann ist es gut. Ja, irgendwie blöd wird es dann nur, wenn halt dann, wenn die dann halt irgendwie so eine Primetime einfach dir sagen, wo du einfach sagst so, boah, okay, machen wir, aber dann muss ich irgendwie alles umstellen und dann wird alles komplizierter und dann, ja, dann. Aber alles easy. Ja, die Podcasts hatte ich natürlich mir auch angehört, alle, die, wo du da zu Gast warst. Und das Ding ist, also zum Anfang ist es ja eigentlich so, dass man sagt, okay, man bereitet irgendwie so eine, das nennt man so Eisbrecher-Frage vor, so weißt du, dass man so ein bisschen Vertrauen schafft. Ja. Aber was ich mir alles so jetzt von dir angehört habe oder auch die Interviews halt, weiß ich nicht, mit Bocky oder so, man hat das Gefühl, man kennt dich schon so ein bisschen. Ja. Und es ist halt, du bist halt so authentisch und sympathisch und das macht dir auch selber Spaß, so, oder? So ein bisschen halt auch zu quatschen, dann halt so ein bisschen Bullshit zu labern, so blöd gesagt. Ja, man darf sich, man sollte alles nicht zu ernst nehmen und schon gar nicht sich selber. So gehe ich auch so ein bisschen durchs Leben und ich quatsch auch gerne, wie du schon richtig da festgestellt hast. Ist es ja auch immer nett und es gibt ja einfach, also ich habe selten wirklich irgendwie super unfreundliche nicht nett, also blöde oder unangenehme Menschen kennengelernt und schon gar nicht so in der Triathlon-Szene oder in der Sportszene. Also irgendwie hat ja auch jeder was, irgendwie ist jeder ja nett und jeder hat was zu erzählen und so. Das ist ja irgendwie auch cool und dann macht man das auch gerne. Und das Einzige, was halt eben manchmal dann der Faktor ist, ist halt dann die Zeit. Sonst würde ich jeden Tag Podcast irgendwo machen, ja. Machst du einen eigenen Podcast vielleicht auch? Hätte ich vielleicht einen, genau. Ja. Nee, aber ich hatte mir alternativ so drei Sachen hier so zurechtgelegt, die mir einfach aufgefallen sind in der Vorbereitung, wo ich dachte, das muss ich mit dir teilen, weil du kennst ja so diese Momente, wo man denkt so, ach Gott, das ist ja genau wie ich so. Und da hast du jetzt schon einen Punkt vorweggenommen, dass man halt immer so, ja, so ein bisschen quatscht halt, so ein bisschen blöd ist, auch so ein bisschen rumblödelt. Und mir geht es halt auch so, ich komme ja so aus dem Content-Marketing-Bereich und will halt auch geilen Content raushauen mit Mehrwert. Aber auf der anderen Seite erwische ich mich dann halt auch mal, dass ich mich selbst auch nicht so richtig ernst nehmen kann.
Und dann halt immer irgendwie sowas Blödes dabei. So. Aber es muss halt auch so sein, irgendwie, nicht? Also, eben. Also ich glaube, also klar, ich glaube, dass halt so Menschen wie wir können auch ziemlich ernst sein und ziemlich halt zielstrebig und so sein, ja. Aber ja. Ich glaube halt, dass das Leben so halt auch lebenswerter ist. Also, und wenn es halt wirklich drauf ankommt, dann können wir schon einfach ernst sein und das halt auch, oder das heißt ja nicht, dass wir es nicht ernst nehmen, so die ganze Sache, ne? Das verwechseln, glaube ich, auch viele, dass halt dann die denken, ja, der ist nur irgendwie der redet halt und dann halt ne, und hin und her und aber die sehen gar nicht, dass da schon auch Arbeit hintersteckt. Und ein Comedian oder ein Schauspieler oder was weiß ich, der auf der Bühne da performt, das ist ja auch, das ist ja schon auch Arbeit und das viel muss Arbeit, schon gekonnt sein und viele sehen das halt einfach nicht. Aber ja, ach, es gibt so viele Leute, die dann eher so verbittert durch die Welt rennen, ja, und irgendwie, da denke ich mir halt auch so, hä, was habt denn ihr davon, ja? Gar nichts. Also von dem her, lasst es uns doch lieber genießen. Ja, klar, so dieser Fokus auf das Negative, das. Ja, ja, das kann ich überhaupt nicht abhaben, weil. Für was? Also, das Leben ist eigentlich ja, also, wir haben schön. Ja Glück, aber das Leben ist ja schön, ja. Und gerade in der heutigen Zeit sieht man auch irgendwie, dass es halt auch schnell irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und wenn man dann eh schon das nicht genossen hat, sage ich mal, das Leben und einfach nicht wertschätzt, das hat auch für mich so Wertschätzung zu tun. Man hat keinen Grund, irgendwie einfach da so verbittert durchs Leben zu rennen, muss ich auch mal sagen, ja. Also ist doch alles gut bei uns. Ja, absolut, 100%. Das Zweite war noch, was ich auch spannend fand, dass du der Einzige bist in der Familie, der so sportlich aktiv, sportlich verrückt, könnte man schon fast sagen. Weißt du, also die geht es wahrscheinlich dann auch so, dass die Familie ist ja total hinter dir, aber so richtig greifen können die das halt auch nicht so nicht. Weil was macht der? Also Triathlon ist da völlig bekloppt eigentlich so nicht. Ja, wie kommt man darauf? Ja, also ja, meine Mutter sagt immer, ja, mach mal halblang, ja, dass genau. So gut ist und so, ja, immer noch, ja, und so. Und, ja. Und die, jetzt immer noch? Ja, also sie hat lange Zeit auch gar nicht verstanden, dass ich da echt Geld verdiene damit, also, oder dass es wirklich mein Beruf ist. Ja, also ich glaube, das ist eh so bei Eltern so, eher so, aber ja, schon lustig, ja. Und dann erzählt sie immer bei ihr früher im Volleyball, da sag ich, ja, Mama, wie oft hast du Volleyball die Woche trainiert? Ja, schon ein, zwei Mal. Ja, gut. Am meisten hat sie sich aufs Bier danach gefreut. Finde ich lustig. Ja. Das war der Grund, warum ich dann irgendwann mit Fußball aufgehört hatte, weil mir wurde das dann irgendwie dann alles zu bunt mit dem Bier danach immer, weil dann ging es eigentlich nur noch um das Bier danach. Ja. Und das Dritte war noch, dass du jetzt auch neuerdings, weiß ich nicht, kannst du ja mal sagen, anfällig für Kaffee geworden bist. Ach, / Siebträgermaschinen. Richtig. Fand ich auch krasses Statement und finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Du also auch, ja. Ja, es ist, ich habe ja auch mit dem Jan Strattmann hier in der letzten Folge gequasselt und der ist ja auch so selbsternannter Barista Pro, natürlich mit einem Schmunzeln gemeint. Und es ist halt interessant, ich weiß nicht, ob es dir auch jetzt so gegangen ist, dass man auf einmal ganz anderen Kaffee trinkt, weil die auf einmal nicht mehr bitter oder sauer oder was auch immer schmecken. Ja. Und das ist ein ganz neues Level. Genau, also nochmal zum Anfang eben, genau, ich habe das irgendwie auch so für mich entdeckt und da muss ich auch sagen, habe ich mich natürlich auch beeinflussen lassen von anderen, ja. Klar. Die das irgendwie angefangen haben. Aber ich habe das dann auch mal ausprobiert und ich habe ja ewig, ich weiß nicht, wann ich meinen ersten Kaffee getrunken habe. Also das war, lass mal überlegen. Also so, wo ich früher während dem Sport oder während der Radausfahrt, habe ich nie angehalten zum Kaffee trinken. Never ever. Ja. Ich glaube, das war 2017 oder 2018, ja. Da waren wir auf Lanzarote mit BMC, mit dem Team eben, BMC Racing Team.
damals im Triathlon. Und dann hat Will Clark oder so gesagt, wir machen jetzt hier Kaffeestopp, ja, Coffee and Cake. Und ich habe ihn nur so angeguckt, hä, was? Hey, wir sind hier zum Trainieren. Ich mache nicht Coffee and Cake jetzt hier, ja? Doch, doch, komm, hier ist ein gutes Kaffee. Ja, gut, okay, alles klar. Und dann haben wir uns da reingesetzt. Und wir waren halt zu mehreren, ja, dann, ja gut, okay, was bestelle ich jetzt? Naja, gut, komm, Cappuccino getrunken, Kuchen gegessen, habe mich schon richtig schlecht gefühlt natürlich. und dann los, nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten auf dem Rad. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Es hat irgendwie alles angefangen zu zittern oder halt so, nee, ja doch, doch, ich war echt zittrig und so... So ultra präsent irgendwie. Ja. Und ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Und dann, das war aber, ja, dann ging das auch wieder weg und dann waren wir wieder im Hotel. Na, irgendwie fand ich das geil. Und da habe ich irgendwie angefangen, das irgendwie zu erleben. Und ja, genau, jetzt im Siebträger und so. Aber ich muss auch sagen, ich habe natürlich auch ein bisschen da investiert nach Südafrika. Das ist eben eine Siebträgermaschine, aber jetzt so, dass ich hier Barista irgendwie. Bin wie jetzt der Jan oder so. Also, nee, keine Chance. Also, ich mach guten Kaffee, aber die Milch, ja, die hau ich halt dann rein, ja. Das ist fast auch so. Es sind ja auch die kleinen Momente, nicht, die man sich dazwischendurch halt auch so gönnt, wie bei auch bei dem Kaffee jetzt bei der Ausfahrt. Das ist halt auch so ein Twist, glaube ich, nicht, gerade wenn man das professionell macht, dass man sich das auch eingesteht. Also, ja. Es gibt solche und solche Tage. Manchmal, startet man schon die Tour und sagt, oh ja, und nach 2,5, 3 Stunden, da habe ich schon das Kaffee im Kopf, da setze ich mich rein und trinke geilen Espresso und esse irgendwie einen Muffin oder was weiß ich was. Dann gibt es aber auch Tage, wo man halt auch sagt, nein, ich würde gerne, aber heute ist es jetzt wichtig, mal ohne Stop durchzuziehen und so weiter. Aber die Versuchung ist natürlich immer da, das muss man sagen. Und wie du auch schon gesagt hast, diese saure Plörre irgendwie, ja, die man so früher noch irgendwie so kennt von Tanten und Onkels oder Großmutter oder was weiß ich, wo man mal probiert hat, das ist halt irgendwie nicht mehr, ja. Und wenn dann da schön die Crema irgendwie rauskommt und so, boah, das ist schon geil, muss man einfach sagen, ja. Aber ich mache auch manchmal einfach Kaffeepause, weil das artet dann halt auch wie immer, ich glaube nicht nur bei mir, aber ja, bei so vielen auch bei mir dann aus, dass man wirklich irgendwie dann beim vierten Doppelten am Tag oder sowas dann sagt so, ey, jetzt ist mal gut. Und dann mache ich auch manchmal so, dass ich sage, gut, jetzt ist Mittwoch. Und ich versuche bis Sonntag keinen Kaffee mehr zu trinken. Ah, okay. Oh, das ist aber schon diszipliniert dann. Also, ja. Das ist also schlimmer als auf Sex zu verzichten, ja. Oh Mann, ey, da hast du ja was auferlegt, ey. aber nochmal zu Social Media. Macht dir das eigentlich auch Spaß? Also, um darauf, also nochmal darauf zu auf dem Content zurückzukommen, es ist ja so, dass man. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so seit ein paar Jahren, seit 2014 mache ich Triathlon und ich habe das Gefühl, seit 2018 hat sich so ein bisschen was verändert, was jetzt mal nur vom Medialen ausgesprochen, dass es halt immer wichtiger wird, dass man halt auch irgendwie so digitale Skills mitbringt als Profi, vielleicht auch eine Community hat und eben dieser hochwertige Content halt, dass man dieses Gesamtpaket immer mehr abliefern muss. Also du bist ja jetzt auch schon viele Jahre dabei, hast du das auch so wahrgenommen? Ja, ganz genau, nehme ich ganz genauso wahr. Es ist einfach ultra komplex geworden, der Beruf eines Profi-Triathleten. Ja, du musst einfach ganz, ganz viel mitbringen oder dir aneignen. Es reicht auch nicht mehr, jetzt sagen wir mal, zu sagen, ja, ich habe auch Instagram oder so oder YouTube-Channel oder so. Man muss da auch erstmal ganz genau wissen, was man macht. Also auch ein Investment quasi, ja, weil es kostet alles Zeit. Und du kannst es auch nicht abgeben, also okay, YouTube-Filme und so, das muss man abgeben, aber so Insta-Channel oder sowas, das wirkt einfach nicht authentisch, wenn quasi das jemand für dich macht, das heißt also, du machst das selber, und aber es kostet Zeit, weil es ist ja halt auch so, du kannst ja nicht irgendeinen Rotze posten, zumindest nicht als Beitrag oder sowas, oder als Reel oder so, sondern es muss schon Hand und Fuß irgendwie haben, ist so.
Und das kostet natürlich auch Zeit, Arbeit und so weiter und so fort. Und ja, da ist halt auch Druck da. So, was heißt, ja, sowohl von außen, also von den Partnern, die das natürlich auch wollen, verständlicherweise, aber auch von einem selber. Ja? Also man sieht natürlich, was die anderen machen und dann denkt man auch so, scheiße, ich habe jetzt lange nichts mehr gepostet, ich muss mal wieder was posten. Ja, was könnte ich posten? Dann fällt einem natürlich nichts ein, weil es irgendwie so wie jetzt gerade grau ist und schneit am 2. April. Ja. Ja, da kommt dann irgendwie, ja, was weiß ich, ja. Und da ist man dann schon auch unter Druck und da muss man dann halt auch gucken, ja, muss man sich auch von dem Druck auch befreien, aber es ist schon, ja, es ist nicht nur Schwimmradfahren, Laufen und dann ausruhen, ja, ja, ja. Es ist schon viel, weitaus mehr jetzt, ja, und ja. Das hat genau, wie du auch gesagt hast, so 2017, 2018, eher 18, ja, hat es so angefangen. Da, vorher war es ein bisschen halt Facebook und so, aber ja. Aber so da hat es richtig dann angefangen, wo man erst auch so gesagt hat, so, was, Instagram, nee, mache ich nicht, das ist doch, ich mache Sport, ja. Ja, ja. So, ja, ich bin Sportler, ich, ja. Und genau, und ich muss sagen, ob es mir Spaß macht auf die Frage, ja, es macht mir Spaß, aber nicht immer, also ja, ich teile das gerne und ich betreibe mein Instagram-Kanal auch echt gerne, aber so wie es halt mit allen Sachen ist, manchmal sage ich mir auch so, oh ey, jetzt weg mit dem Zeug, ja, weil man konsumiert natürlich auch selber. Und ja, dann guckst du irgendwie auf die Uhr, fuck, schon wieder irgendwie anderthalb Stunden rum und was hast du gemacht? Nur so dumme, kurze Videos angeguckt, ja, von irgendwelchen, was weiß ich was, ja, irgendwelche, oder so, und du denkst dir nur, was ein Scheiß, ja, ey, weg, das ist einfach, und es hat natürlich Suchtpotenzial, na klar, ja, und du erwischst dich halt dann selber und denkst dir, nee, Mann, ey. Es ist so, ja. Das ist, ich habe mir jetzt schon die Challenge gesetzt, dass ich früh mir jetzt mit dem Wecker, also aufgeweckt werde, nicht mit dem Handy, weil dann gehe ich halt nicht ans Handy, so weißt du, ja. Weil ich weiß, dann check ich sofort den Insta-Feed, so weißt du, und das bringt mir, das lenkt so krass ab, so, weißt du, ja, also krass. Da muss man sich irgendwie auch selbst verarschen manchmal, glaube ich. Ja, aber wie verrückt eigentlich, gell, also ja. Vor ein paar Jahren hätte man nie gedacht so, ey, was geht eigentlich ab, ja, der erste Griff morgens ist zum Handy, so theoretisch, ja. Und ich glaube, wenn wir das jetzt halt so, sag ich mal, sagen, dann, oder zugeben mehr oder weniger, dass das mal so war oder dass das auch so ist oder manchmal so ist, dann sind wir da sicherlich nicht die Einzigen, ja, sondern zwei von ganz, ganz vielen. Und das ist eigentlich schon eigentlich krank. Ja. Ja. Und da muss man, wie du halt gesagt hast, sich entweder selber verarschen oder sich halt einfach wirklich am Riemen reißen. Ne? Also und dann wie jetzt halt früher das Rauchen oder sowas, einfach, das ist einfach eine Droge, glaube ich. Ja, das merkt man halt nicht so, weil es dir halt auch keiner sagt. Ja, ist schon so, ja. Hattest du mal überlegt, also aus der Altersklassenathletenbrille ist es ja geil, nicht? Es kommt immer mehr Content, die Profis haben ihre eigenen Formate, gibt ja auch einige YouTube-Kanäle. Hattest du da mit deinem Team auch mal drüber nachgedacht, dass man da also noch mehr sich auch noch mehr aufstellt sozusagen? Also beispielsweise jetzt YouTube oder man hört da schon raus, nicht? Es ist halt auch viel Aufwand und man muss es dann auch, also man muss es, wenn du es einmal anfängst, dann musst du es durchziehen, nicht? Ja, man muss es pflegen. Ja, war das mal ein Gedanke? Ja, schon. Also nee, so konkret nicht. Ich habe es mir natürlich überlegt und man guckt natürlich und sieht, ah, okay, die machen das und so weiter. Und ich könnte mir das schon gut vorstellen, aber dann eher nur das zu machen und nicht noch Profi-Triathlet zu sein. Also, dass man sagt, na gut, komm, ich fokussiere mich jetzt halt auf dieses, wie sagt man da, ja, Bericht, also Content Creator, ja, so, also, aber dann muss ich halt auch sagen, gut, dann starte ich von mir aus auch als, also in der Kategorie der Profis, ja, aber, geht es dann darum, dass du dann deine eigenen Ansprüche nicht mehr erfüllen könntest vielleicht? Oder genau. Hast du davor dann Angst so? Erstens das und zweitens, ich würde mich dann halt da voll reinfuchsen in dieses YouTube und so Zeug
Und ja. um das richtig zu machen und auch richtig die Qualität, eine gute Qualität zu liefern und wirklich spannende Sachen auch zu liefern. Ne? Das ist ja auch das. Das gehört auch zur Pflege. Wenn man da irgendwas produziert, nur um was produziert zu haben, ja nee, dann ist jede Sekunde zu schade. Und wenn man da halt wirklich was Gutes macht, und ich glaube, das kann man auch machen, dann muss man sich da halt wirklich drauf konzentrieren und das würde ich schon auch gern machen, muss ich sagen. Mhm. Aber dann kann ich nicht auch noch mich so voll auf die zum Beispiel Hawaii-Quali oder sowas so voll fokussieren, weil die muss sein. Punkt. Ne? Ja. Südafrika, zwei Plätze, ja, irgendwie 50 plus Starter. Und wenn ich dann noch irgendwie am Tag davor noch irgendwie 3 Stunden YouTube-Video mache oder sowas über die Good Vibes in South Africa. Das wäre schon cool, würde ich auch gerne machen, aber dann alles geht halt nicht, ja, und so. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo es bei mir einfach scheitert, dass ich einfach sehe, das zieht einfach an zwei Enden das ist halt schwierig zu vereinbaren. Ja, ja. Ja, vielleicht dann für die Karriere nach der Karriere, wenn man immer so zum Beispiel unter den YouTube-Videos guckt, bei deinen Interviews, die Leute, die feiern das halt auch ab, so nicht? Also das würde schon passen, so nicht? Also, die Leute sind halt auch begeistert so von dem Content oder von den Sachen, die du halt auch raushaust. Oder nochmal anders gefragt vielleicht, bist du auch so, also sagen wir mal so, es gibt ja auch Leute, die denen das was gibt so, nicht dieser Content, dass es eben nicht nur der Sport ist, dass man eben auch eine Abwechslung hat, sage ich mal. Bist du da froh darüber, dass das so sich ein bisschen entwickelt hat? Wir haben ja schon ein bisschen die Antwort vielleicht vorweggenommen. Oder hättest du lieber das reine Leistungskriterium, wenn du es dir vielleicht so aussuchen könntest? Weißt du, das Insta und alles, was, das ist überhaupt nicht wichtig alles. Du kannst einfach nur deinen Sport machen. Wäre das so eine Wunschwelt dann? Manchmal schon, manchmal nicht. Also ich kann das jetzt gar nicht so klar sagen. Also grundsätzlich finde ich es schon cool, dass es das gibt, weil das einfach auch, glaube ich, schon einfach einen Mehrwert einfach hat. Also unabhängig von der kommerziellen Seite. Es hat einfach schon Mehrwert für eben zum Beispiel Amateure, die sich das einfach dann gerne angucken und einfach, aber es muss halt in so einem gesunden Maß einfach irgendwie sein. Und es muss, finde ich, auch immer noch authentisch sein. Und dazu gehört halt auch mal 4 Tage nichts zu posten. Ja. Und das merkt man dann nicht so sofort. So, ja, aber das gehört dazu eigentlich, ja. Genau, also es gibt Leute, die posten jeden Tag was einfach. Ja? Hm. Oh, heute habe ich noch nichts gepostet, noch keinen Beitrag. So und so weiter. Und das muss ich sagen, das ist dann nicht mehr authentisch. Das ist dann eine Maschinerie und das ist dann, ja, dann guckt mal, ja gut, okay, ich muss die und die Posts muss ich noch machen, das und das muss so laufen, das muss, ne. Klar, wir müssen auch Geld verdienen und damit kann man auch Geld verdienen, ja. Und da muss ich dann sagen, ja gut, aber eigentlich sind wir doch Leistungssportler, ja, und eigentlich sind wir doch, machen wir das doch für den Sport. Und so, ne? Und da muss ich dann sagen, da finde ich es dann irgendwie ja nicht mehr so cool. Oder was heißt nicht mehr so cool, aber ja, einfach dann grenzwertig. Ja. Das ist dann auch kraftziehend vielleicht einfach. Absolut. Auch, genau. Das... Vor allem, dann hast du, es ist ja jetzt nicht so, dass ein gutes Foto macht ja jetzt nicht irgendwie meine Oma, die mal kurz irgendwie auch an der Strecke steht. Ja? Das heißt also, da musst du ja immer einen Fotografen haben. Der Fotograf, der muss ein Gefühl dafür haben. Es darf jetzt kein Fotograf sein, der, was weiß ich, sonst immer irgendwelche Nahrungsproduktionsshots macht, sondern es muss ja irgendwie auch passen. Ja? Da steckt schon echt viel mehr dahinter, als man denkt und als man einfach nur sieht. Ne? Also und das ist schon ein Team, das dahinter steckt. Und wenn du irgendwelche coolen Bilder aus Fuerteventura oder Mallorca siehst, ja, dann muss derjenige, der die Bilder macht, auch da sein. Das ist halt so, ne? Und da ist halt schon echt viel Aufwand dahinter. Ne? Und wenn man dann halt auch einfach, das kostet natürlich auch Geld. Das muss man auch sehen. Klar lässt sich Geld verdienen, aber es kostet auch Geld. Und ja, es ist halt, ja, ich bin manchmal Fan, manchmal nicht.
rum ja, da. Ja. So. Ja, das bringt ja auch nichts, immer schwarz-weiß, also ist auch Tagesform. Aber sag mal, wenn wir jetzt so vom Media hinweggehen und nochmal zu der Leistung gehen, auch nochmal da angeknüpft, so, weil das ist auch das gleiche Gefühl wieder bei mir. Da kannst du ja mal sagen, ob es vielleicht so ein falsches Gefühl ist, dass auch so seit zwei, ich würde auch wieder so sagen, seit 2017, 18, so roundabout, dass da nochmal ein neues Level jetzt irgendwie entstanden ist. Also einmal, was ja zum Beispiel auch Sebi immer sehr gerne sagt, der hatte irgendwie so früher hatte so diesen Wettbewerbsvorteil jetzt vom Equipment, nicht? Also da war halt einfach geiler ausgestattet auf dem Rad so. Und dass das jetzt mittlerweile egalisiert ist. Und auch gerade beim Laufen habe ich das Gefühl, durch diesen Push der Kurzdistanzler, die ja eigentlich immer hochgezogen sind, auch in den letzten Jahren, aber gefühlt, nur als mein Gefühl, dass da ein ganz neues Level jetzt entstanden ist. Und ist das so, dass man so sagt, oh krass, also da muss ich mich jetzt auch irgendwie neu erfinden? Oder ist es eher so, dass man sagt, ja, okay, ich mache aber trotzdem mein Ding so? Nee, also da muss man schon mitziehen, also wenn man halt will. Und wenn man halt weiter irgendwie konkurrenzfähig bleiben will, muss man sich halt überlegen, genau, was machen die, was macht die schnell und was macht mich stabil? Also sagen wir mal so, ja, wenn die jetzt von der kurzen kommen und ich jetzt schon ein paar Ironman-Rennen in den Beinen habe, was ist mein Vorteil, was ist deren Vorteil und wie kann ich quasi diese zwei Dinge für mich jetzt gut verknüpfen, dass ich dann im Zweifelsfall besser bin als die. Ja. Also das regt auf jeden Fall zum Denken an. Mhm. Ja. Also, ist auch Druck, nicht? Ist ja auch ein bisschen Druck, vielleicht, dass man sieht, oh, jetzt laufen die auf einmal 1,05er Zeiten oder so, ja, auf dem Halbmarathon, klar, oder sowas, weiß ich nicht. Ja, natürlich, genau. Da ist natürlich eine enorme Dynamik entstanden. Und auch es sind jetzt nicht irgendwie Viertelstundenabstände oder ich weiß nicht genau, früher beim Ironman, das habe ich noch nicht gar nicht so richtig verfolgt, aber da waren schon, glaube ich, größere Zeitabstände. Und jetzt ist halt auch so, oder da war irgendwie mehr oder weniger vielleicht bei so normalen Ironman, jetzt vielleicht nicht Hawaii, aber so, dass dann jeder für sich selber irgendwie Rad gefahren ist, mehr oder weniger. Ja, spätestens nach 100 Kilometern oder sowas. Und dann kam halt so jede Viertelstunde mal einer rein. Ja. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Das ist einfach, entweder du setzt richtig Akzente, dann holst du halt 3 Minuten raus, aber dann kann es halt auch gut sein, dass halt einfach dann, dass dann halt irgendwie eine Bande von 15 Leuten von hinten halt dich beim Laufen dann casht, ja. Ja, also da hat sich schon was geändert und da muss man sich natürlich anpassen. Was heißt anpassen? Nicht, aber du musst halt einfach dich weiterentwickeln, sodass du dann da mitspielen kannst. Und das, also für mich ist das Ansporn, muss ich ganz klar sagen. Ja. Ansporn, mich mit dem Lubosch, mit meinem Trainer da zusammenzusetzen und einfach zu überlegen einfach besser zu werden, schneller zu werden, trotzdem aber auch stabiler zu werden, heißt also keinen Leistungsabfall zu haben nach 140 Kilometern auf dem Rad dann bei der langen Distanz und so weiter. Ja. Ja, ich fand auch spannend, als ich gehört hatte, dass du eben der, klar, man passt ja Trainer, Athlet, das muss ja auch immer passen so und das halt, sag ich mal, wenn man jetzt sehr datengetrieben arbeitet und alles sehr krass optimieren möchte auf Performance, dass das nicht unbedingt immer zu mehr Output führt. Also das sieht man ja auch, es ist ja auch empirisch belegt, so auch gerade so bei, sag ich mal jetzt bei, weiß ich nicht, in der digitalen Szene, nicht, dass wenn man immer mehr arbeitet, so ganz normal Arbeitnehmer, dass die, wenn die mehr arbeiten, halt weniger Output produzieren, nicht, weil die Entlastung einfach fehlt, nicht, und deswegen fand ich auch so spannend zu hören, so, dass du ja auch, brauchst du auch vielleicht so, ja, dass man auch mehr redet, so, nicht, dass man nicht nur um Performance und hier noch da V zur Max-Optimierung, so, nicht, dass es eher so darum geht, halt so ein ganzes Konzept irgendwie so für sich zu haben, nicht, wo man auch voll sich drin fühlt, so, oder? Also absolut. Also genau. Ich meine, du sprichst wahrscheinlich halt an, dass ich halt nach 2019, nach meinem Hawaii Rennen dort, wo ich ja, sag ich mal, from Hero to Zero so geraced habe, dass ich dann halt gesagt habe, es ist mal Zeit für was anderes, ein Trainerwechsel und so weiter, und den habe ich ja dann auch vollzogen.
und bin dann zum Sebastian Zeller, der halt ganz, ganz anders arbeitet als Subasch, eben sehr, sehr datenfixiert. Und was nicht schlecht ist, aber ich habe halt einfach gemerkt, für mich ist es halt einfach, das zermürbt mich. Das macht mich einfach mürbe. Ja, das habe ich dann gemerkt, da ging einfach nichts mehr. Ich war einfach durch. Und ja. Ist es dann, also, um das mal, wir wollen da nicht groß drauf eingehen, aber ist es dann der Umfang, ist es die Intensität oder was, weil er wird ja auch einfach dann einfach so die Prinzipien beachten, nicht B- und Entlastung, aber was war so der Unterschied? Na, ich glaube einfach, dass du guckst halt nur noch auf die Daten im Prinzip, die du produzierst und die du halt so quasi bei der Leistungsdiagnostik oder sowas halt einfach, also die abgeleitet werden quasi von der Leistungsdiagnostik. Und aber jeder Tag im Alltag vor allem ist halt einfach anders als jeder andere Tag. Und gerade mit Family und drumherum ist das halt so, dass man steigt nicht immer irgendwie quasi so fresh aus dem Bett aus, wie man quasi trainiert hat die Vortage, ne? Also manchmal besser, manchmal schlechter. Und wenn man dann halt aber nur so diese Daten halt hat, die man dann natürlich erfüllen will und im Zweifelsfall besser besser erfüllen will oder gründlicher erfüllen will als vorgegeben, dann hört man einfach nicht mehr so auf seine innere Stimme oder auf sein inneres Gefühl, sein Körpergefühl. Und ich glaube, das war schlussendlich das dann, was mich so ein bisschen halt dann einfach vom Weg abgebracht hat. Dass ich halt einfach nur noch meinen Computer angeguckt habe, beziehungsweise halt einfach, das Datenspektrum, was ich halt erfüllen muss. Das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, muss man auch sagen, ja. Aber ist ja dieser eigene Anspruch immer, den man immer erfüllen will und muss, ne? Und du hast halt auch immer so einen Gegner quasi. Und das ist am Anfang ziemlich leicht. Also du sagst einfach, okay, alles klar, bei der VO2 Max Session, sagen wir mal, 3x8 mal 30-30 und da ist jetzt angegeben 495 Watt. So, Punkt. Okay, ja gut, dann sagst du, ja, alles klar, 495, nein, dann mache ich 505. Ja, und das ziehe ich durch. So, ja, die 500 ist knackig, das ist dann klar. So, ja, und dann machst du das halt auch, ja, oder wenn es halt auch nur die 495 sind oder sowas, ja, trotzdem, du machst es und so, und du hast immer diesen Gegner, das macht natürlich Spaß, weil wir kennen es nicht anders und das geilt uns natürlich auch auf, so einen Gegner quasi zu haben, auch in dem Fall jetzt eine Zahl, ein Wert, aber du machst dann halt im Prinzip schon einen Wettkampf am 2. Januar. Ja. Ja. Und das halt dann dreimal oder zweimal die Woche vielleicht. Und dann im Juli, da bist du einfach völlig durch, ne? So, das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich da halt sehe. Und beim Lubosch ist das halt ganz anders. Da ist halt so im März, oh Lubosch, ich habe 3 Tage nicht trainiert. Macht nichts, wir haben noch viel Zeit. Okay, ja, so. Ich mache erstmal 40 Minuten locker laufen zum Reinkommen. Okay, ja, und so. Aber bei manchen klappt es, bei manchen nicht, ja, gar nicht. Bei mir klappt es halt sehr gut. Sehr gut. Ja, so sind halt die Unterschiede, ja. Und ja, ich glaube, wenn man halt mal so sehen würde, wenn ich wirklich mal ganz veröffentlichen würde, was ich so trainiere die Woche, da würden manche vom Glauben abfallen, wie wenig das ist oder wie locker das ist, ja. Und da ziehe ich natürlich auch selber meine Schlüsse. Man muss natürlich hart trainieren, aber nicht immer. Und ich glaube, viele unterschätzen das auch. Viele trainieren zu viel vom Umfang her und zu hart. Also das spricht ja auch, sag ich mal, für ein gewisses Talent einfach, nicht? Auf der anderen Seite bedeutet das aber eben auch nicht automatisch, wenn du jetzt wenn du dich einfach versuchen würdest, doch zu optimieren, heißt es ja nicht, dass du dann besser performst, weil dann kommen Wehwehchen oder was ich was dazu, nicht?
Ja. Oder einfach der Biorhythmus, der Metabolismus spielt nicht mehr mit, du zerschießt dein Hormonsystem etc. So. Zum Beispiel. Oder dein Kopf. Oder so, ja. Das ist, glaube ich, auch was, ne? Also körperlich kann man, glaube ich, brutal was machen, ja. Aber der Kopf muss halt auch immer mitspielen. Und wenn du da einfach durch bist, das ist ja das auch, was man sagt, nur vor dem Ironman, wenn du körperlich 95% bist, aber im Kopf 100% oder 105%, sagt man ja, ja, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn es umgekehrt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nichts wird, viel, viel höher, weil du einfach vom Kopf her, schlussendlich ist die mentale Komponente echt so wichtig. Und wenn du vom Kopf her nicht fresh bist, dann bringt alles nichts. Dann bringt alles nichts, ja. Kennst du eigentlich so diese, auch wieder oft auf YouTube, so diese A Day in the Life of a Triathlete? Ja. Gibt's ja so diese. Ja. Das gucke ich mir natürlich auch mal gerne an. So. Ja, natürlich, mir auch. Ist auch immer irgendwie spannend so. Obwohl ja auch meistens immer, es passiert ja, wie du auch schon sagst, oft halt nichts Großes. Wenn ich trainierst, halt Essen, ja. Schlafen. Wie war das? Essen, Schlafen, auf Klo und dann wieder trainieren und so nach dem Motto. Und dann Was ich halt auch irgendwie, ich habe mal durch dein Insta-Feed natürlich auch so gescrollt und du meintest, oder hast du dann auch davon geredet, dass es halt auch gerade jetzt in diesen Zeiten, wo halt auch wirklich viel Scheiße auf der Welt los ist, dass du halt auch immer so fühlst, dass es halt schon auch ein krasses Privileg ist und nicht irgendwie, wie krass man dann sieht, wie klein eigentlich die eigenen Probleme sind, so nicht? Also man sagt ja dann immer so gerne, ja, so diese First-World-Problems, so nicht? Dass man, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, so nicht? Und trotzdem ist es ja irgendwie schön, dass man sich so ein bisschen halt dann wieder in diesen Momenten, wo man das Video guckt zum Beispiel jetzt, dann sich so ein bisschen in diese heile Welt dann einfach reinzoomen kann. Und trotzdem würde ich gerne mal auf so diese First-World-Problems von Triathleten mal eingehen. Und bei dir sind mir zwei Sachen da eingefallen, weil du hast ja auch gesagt, dass du gerne reist. Ja. Und ich würde mal gerne wissen, ob du das dann, bist ja, wenn du jetzt so einen Wettkampf fährst, du bist ja schon überall wahrscheinlich oder ganz vielen Orten gewesen, die sehr schön sind, kann man das dann überhaupt wahrnehmen? Also, dass man jetzt sagen kann, in so einem Gespräch, bist jetzt auf einer Party, hey, ja, ich war schon da und da, was ist da so los? Und du so, naja gut, also ich habe so viel gar nicht wahrgenommen, ist das, weil man so im Tunnel ist. Ja, also, absolut. Wie ist da so dein Gefühl? Ja, also es ist natürlich zweifelsohne jetzt nicht so, dass man drei Wochen Bali, wo man irgendwie wandert und so, so ist es natürlich nicht, wenn man zum Wettkampf fliegt oder fährt. Das ist ganz klar. Und vor allem vor dem Wettkampf kriegst du eigentlich, je wichtiger der Wettkampf ist, desto weniger kriegst du eigentlich mit, wo du eigentlich bist, ja. Das ist dann so, dass man so. Genau. Das ist also so. Du hast natürlich schon immer deine Momente, sag ich mal, wo du dich so, sag ich mal, öffnest und wo du dann so was reinlässt. Also, ja, was reinlässt, mehr reinlässt als vielleicht sonst. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Hawaii. Wenn du jetzt da natürlich über die Insel fährst, joggst oder schwimmst, dann nimmst du das natürlich schon wahr. So, du bleibst schon mal stehen und atmest mal tief ein und denkst, oh scheiße, ist die Luft feucht hier. und so, und denkst so, ja krass, jetzt ist hier so Hawaii und so alles. Aber im Hinterkopf ist natürlich schon immer so dieser Wettkampf. Also das steht schon alles unter dieser großen Überschrift halt des Wettkampfes. Und es ist ein permanentes Abwägen eigentlich. Ja, also. Ja. Gehe ich jetzt Kaffee trinken? Na, passt es jetzt rein oder passt es nicht rein? Gehe ich jetzt da irgendwie eine Farm oder sowas angucken oder weiß der Geier was? Ja, Kaffeeplantage irgendwie oder nicht? Ja, passt es oder passt es nicht? Ja, mache ich es eher nicht. So, das heißt also, du nimmst schon die Insel wahr und auch die Vibes, wie man so sagt, aber halt sehr immer so punktuell. Und du lässt dich nicht einfach mal gehen. So, nee, das stimmt, ja. Oder wenn du dann mal Kaffee, du genießt den Kaffee, ja, du bist da mit schöner Aussicht oder so, ja. Also da lasse ich mich dann zum Beispiel gehen, aber das sind halt nur 5 Minuten. Ja. Und dann nach Hawaii, nach dem Wettkampf, klar, da kannst du erstmal fast kaum mehr gehen, aber du machst dann halt so, was möglich ist. Und da bin ich dann schon mal irgendwie mal in die Insel Mitte gefahren, habe mir da mal halt einfach so ein bisschen halt angeguckt. Aber so, dass man sagt, na gut, okay, jetzt mache ich jetzt 2 Wochen, hätte ich machen können, ja. 2 Wochen da irgendwie noch Urlaub und Reise rum oder sowas.
Ja, das habe ich dann in dem Fall nicht gemacht. Und das macht man irgendwie dann auch nicht, weil dieser Ort, an dem man dann ist, das ist so dieser Wettkampfort. Und Okay. ich kann das dann irgendwie schlecht so verbinden. Das ist Ah, dann irgendwie okay. so mein Wettkampfort, da habe ich halt einfach so wie so eine Arbeit. So wenn so ein Arbeitsort, ja, wenn du halt ja nach Prag zu einer Tagung fährst, ja, zum Kongress, ja, dann ist es da vorbei irgendwie, und dann fährst du halt irgendwie wieder nach Hause oder woanders hin, aber du bleibst ja nicht noch irgendwie eine Woche da, und also so geht's mir und Ja, guck dir okay, so, sondern verstehe, das ist dann so abgehakt und dann geht's irgendwie weiter. ja. Ah, okay, Ja. Das interessant. heißt, man nimmt es schon ein bisschen wahr, aber jetzt nicht. Natürlich nicht so wie jetzt, wenn man da nur zum Urlaub oder zum Erholungszweck dann hinfliegt oder fährt. Ja, okay. Ja, das ist spannend, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, Aber ja, also es macht Sinn, ja. ja, ist, man hat Vor- also nee, hat, weiß auch nicht, Vor- oder Nachteil, ist eigentlich auch egal, aber so dieses Einheimische, ganz Einheimische und einfach mal so schlendern, schleifen lassen, Das ist. wo man nicht weiß, wo man am nächsten Tag einfach irgendwo übernachtet oder sowas, das gibt's halt nicht. Ja. Und dann das zweite war noch, ich weiß nicht, ob das also Tabuthema ist, in dem Sinne nicht. Also sagen wir mal so, du, wenn man jetzt sich jetzt so Medien stellt, so gerade vor Races und nicht, dann quatscht man ja nicht darüber, was scheiße gelaufen ist oder dass man nicht in Form ist, etc. So nicht. Und also zumindest mir fällt das oft so auf bei mir selber, wenn ich halt, sag ich mal, krank bin oder verletzt, so nicht, dann muss man halt aussetzen und dann kann man ja nicht das erreichen, was man eigentlich erreichen wollte. Also, sag ich mal, die beste Form seiner selbst sozusagen werden. Das heißt, man ist krank, setzt aus, muss dann erst wieder zu einem Punkt kommen, wo man wieder auf dem Status Null ist, um dann wieder dahin zu kommen, wo man eigentlich hin wollte. So. Und ich habe mich halt gefragt, wenn du Profisportler bist, ob das dann so ein konstanter, also das. Wie gesagt, ist auch eine Sache, ob man darüber nachdenkt oder jemand das scheißegal ist. Aber wenn man dafür empfänglich ist, ob man dann konstant einen Druck hat, wenn man mal krank ist oder so oder verletzt, dass man ja immer sieht, oh Scheiße, wenn ich jetzt aussetze, muss ich ja erst wieder zu diesem Stand X, wo ich eh schon war. Ich konnte mich gar nicht verbessern und die anderen haben sich aber verbessert, so, weißt du? Und dass man konstant so einen Struggle im Kopf hat. Also so geht es mir schon auf der kleinen Ebene als Hobbysportler, was überhaupt gar nicht wichtig ist, ob ich jetzt besser werde oder nicht, weißt du? Und Klar. das ist der Profi halt. Klar. Also es kommt immer drauf an. Also wenn du jetzt irgendwie eine kleine Erkältung hast, kommt erstmal drauf an, wann die ist und so. Und wenn es eine kleine Erkältung ist, dann glaube ich, kann da jeder eigentlich drüber hinwegschauen. Oder ja, gut, manche wahrscheinlich auch nicht so. Ich kenne einige, wo ich dann denke so, hä, wieso trainierst du jetzt? Ja, bleib einfach zu Hause, da hast du mehr von. Und das, glaube ich, sehen auch viele nicht, dass, ich meine, jeder ist mal erkältet. So. Und Ja. viele trainieren dann halt trotzdem oder tun so, als ob, sag ich mal, ja, also bewegen sich, ja. Und ich glaube, da ist es halt, da verlierst du mehr, als wenn du einfach mal stillhältst. Und auch dann einfach mal nichts machst und auch nicht am Handy rumdaddeln, ja, sondern nichts machst, vielleicht liest und dann merkst du nach 5 Minuten, oh fuck, ist zu anstrengend. Dann legst du das Buch weg und pennst lieber. Ja. Und ich glaube, wenn du so damit umgehst, dann kommst du stärker zurück, als wenn du irgendwie so eine Wurstelnummer machst mit, ah ja, komm jetzt hier, komm, ich versuche jetzt nochmal 30 Minuten zu laufen, ah, es geht schon irgendwie, und dann, ah, ging doch nicht so, habe ich natürlich auch schon alles hinter mir, habe ich natürlich auch alles probiert. Aber so, das habe ich für mich dann im Nachhinein halt festgestellt, aus Erfahrung, dass man, was immer man macht und was ist, man muss immer all in gehen. Ja, heißt also, wenn du erkältet bist, dann steht es nicht zur Debatte. Du bist erkältet, Punkt, aus Amen. Ja, und dann läuft da quasi das Raster ab, so. Ja, aber klar, es ist nicht einfach. Das ist ganz klar. Vor allem toi, 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 wenn du schwere Verletzungen hast, von denen ich verschont geblieben bin und im Moment auch verschont bin. Das ist natürlich ganz übel. Du siehst alle anderen, wie sie strampeln, tun und machen. Und du selber kannst es nicht. Aber ich glaube auch, dass das einfach so eine persönliche, da muss jeder durch eine persönliche Entwicklung einfach ist. Und entweder du Total. schaffst es, damit umzugehen oder eben nicht. Und entweder du schaffst es, weil diese Rückschläge hat jeder. Und entweder du schaffst es einfach,
vom Kopf her damit umzugehen und dann trotzdem zu performen, weil am Ende, glaube ich, ist es, außer du fällst jetzt irgendwie 6-8 Wochen aus, ne? Okay, das ist nochmal eine andere Sache. Wenn du da, was weiß ich, irgendwie einen komplizierten Bruch hast, dann ist es halt so. Aber ich glaube, da ist dann der, auch der Druck gar nicht so hoch, weil du dann eh, weil das ganz klar vorgegeben ist, ah, scheiße, ich habe jetzt so kompliziert, ich falle jetzt mindestens für 8 Wochen aus. Bumm. Kritisch wird es eben nur, wenn es so eine schleimige Scheiße, sag ich mal, wird, ja, wo du es einfach so, ja, Erkältung und Schnupfen, dann kriegst du einen Rückfall und dann kommt doch Fieber und du weißt eigentlich, mit Fieber darfst du nicht, dann machst du eine 2 Tage Pause, sollst aber eigentlich 4 Tage machen und so, das ist, glaube ich, das, was schwierig ist. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Und ich glaube halt einfach, dass da mir auch die Familie hilft. Ja, weil mit der Familie ist es genau so. Dass halt, ja, Papa, jetzt komm, wir gehen Fußball spielen. Ja, oh shit, ich muss eigentlich jetzt, also, darf ich jetzt eigentlich nicht? Ja, so, aber doch, ich bin der Papa in dem Moment. Ja. Also muss ich dem ja auch gerecht werden. Ja. So, und da lernst du einfach damit umzugehen und so ein tiefes Vertrauen zu entwickeln in die Sachen, die du machen kannst. Heißt, also wenn ich danach 40 Minuten laufen gehe oder sowas, dann kann ich mir natürlich nicht leisten, irgendwie Race Pace zu laufen, obwohl ich irgendwie G1 laufen müsste. Ja, sondern das muss dann Hand und Fuß haben. Und ich kann es mir eben auch nicht leisten, einen Rückfall von einem Rückfall zu bekommen. Sondern dann muss ich ja wirklich sagen, okay, jetzt bin ich erkältet, dann versuche ich so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Heißt, so gut wie möglich jetzt ausruhen. Also quasi immer die richtigen Schritte zu machen. So. Das ist halt das, was glaube ich, da hilft so. Und wenn man halt einfach nichts anderes hat, dann verzweifelt man natürlich dann auch oft gerne an der Situation, weil man halt auch keinen Gegenpol hat. Ja. Hast du da auch einfach. So ein... Ist schon Druck, klar. Das ist Druck, ja, natürlich. Aber wie du schon sagst, dieser persönliche Prozess, hast du gemerkt, dass als die Familie dann, sage ich mal, größer wurde, dass man sich dann nicht mehr so stark einfach auf diesen kleinen Ego-Teufel konzentriert? So? Das merke ich manchmal so ein bisschen. Dass nicht mehr so alles so ernst ist, dass seine die eigenen Probleme, weißt du? Mhm. So. Also ernst ist es schon, also, aber du ordnest es so mehr in größeren Kontext irgendwie ein. Ja, also so würde ich das sagen. Also gerade mit Familie ist es eigentlich so ernst wie noch nie, kann man sagen. Und wenn du ein Problem hast, dann ist es natürlich so, dass du denkst, ja scheiße, ich bin auch dafür verantwortlich, dass halt auch Geld verdient wird und so weiter. Und so, das heißt also ernst schon, aber du, du überlegst halt irgendwie wirklich, was jetzt sinnvoll ist und was nicht. So würde ich es halt einfach sagen. Und du machst dir jetzt, du überlegst wirklich, welche Entscheidung ist jetzt die richtige. Und die ist nicht immer für den Sport, ja, die ist auch oft mal gegen den Sport oder gegen den Beruf. Das heißt ja auch Work-Life-Balance, nicht? Profi-Triathlon ist ja deine Arbeit einfach und geht halt nicht. Und das ist halt so. Ja? Und wenn man dann halt mal irgendwie am Nachmittag muss man eigentlich irgendwie 2,5 Stunden auf die Rolle oder was weiß ich, aber dann will halt das Kind mit Kindergartenkumpels irgendwie Schlitten fahren gehen und du weißt einfach, morgen ist der Schnee wieder weg, na dann gehst halt Schlitten fahren. Ja. Das muss dann halt sein und dann gehst halt irgendwie abends auf die Rolle. Weil du willst es ja. Ja. Und das, glaube ich, schärft halt auch nochmal so dein Wille und dein Ziel so. Ja. Dann, wo andere sagen, ab 20 Uhr oder sowas, da mache ich es mir gemütlich auf der Couch. Da sage ich, nee, ich will es wirklich. Und dann gehe ich ab 20 Uhr halt noch für 2,5 Stunden auf die Rolle. Aber das geht halt auch. Das ist alles. Aber ja, man muss da einfach die Balance finden. Siehst du, da fällt mir gerade ein, wo du meintest, du jetzt gerade Rolle. Das fand ich auch geil, wo ich dachte, ja, das bist auch genau du. Weil du meintest, du bist jetzt auch kein Konsummensch. Und es muss nicht alles irgendwie Schnickschnack sein und so etc. Aber bei solchen Sachen. Also zum Beispiel bei Rolle, nicht, wenn du so einen Widerstandstrainer hast, das ist einfach scheiße, das macht keinen Spaß. Mhm. Aber wenn du halt dann so einen Smart-Trainer hast, so einen richtig guten, so, dann vergeht die Zeit doch. Dann, also bei so einem Widerstandstrainer, da fahre ich immer das Gefühl, da sind halt einfach die, oder generell auf der Rolle sind halt einfach die physikalischen Gesetze ausgehebelt, ja, die Zeit vergeht ultra langsam. Aber bei so einem richtig guten Trainer geht es halt. Und da hast du ja auch gemeint, das muss halt top sein, so nicht. Und da kann man dann auch mal gucken, hey, vielleicht investiere ich dann doch da mal so ein bisschen mehr, nicht? Und das fand ich halt auch interessant, der Gedanke.
Genau, also es darf einen nicht aus der Bahn werfen. Also wenn jetzt ein anderer sagt, ah ja, das mache ich jetzt auch und ich investiere da auch volle Kanne und nach 2 Monaten ist er völlig ausgelaugt, weil es eigentlich nichts für ihn ist, dann ist es natürlich Kacke. Man muss sich da schon irgendwie dran aufgeilen, in einer gesunden Art und Weise, ja, dann ist es sicherlich was richtig Gutes, ja. Und du hast ja jetzt auch so gesprochen von so einem persönlichen Prozess und sagst ja auch, du liebst so ein bisschen das Kopfkino, das Visualisieren. Hast du dich damit auch professionell so auseinandergesetzt? Da auch mal so ein bisschen, weiß ich nicht, du liest ja auch gerne so selber recherchiert oder vielleicht auch mit Sportpsychologen auseinandergesetzt schon. Das ist ja schon sehr reflektiert alles, oder nicht? Und ja. Ist ja auch so ein, ja. Nee, also ich muss sagen, das meiste, was ich so mir angeeignet habe, ist eigentlich halt aus eigener Erfahrung, aus Beobachtung von anderen Athleten, wie die auf bestimmte oder nach bestimmten Situationen reagiert haben. Und das habe ich natürlich analysiert einfach, aber jetzt ohne irgendwie professionellen Rat oder jegliche Professionalität, sondern halt einfach geguckt, wieso reagiert der so auf diese Situation, ja, oder wieso auch Radrennen zum Beispiel mache ich auch ganz gerne, wieso hat er genau da angegriffen und warum, wenn die Attacke jetzt geht, warum ist jetzt hier Mathieu van der Poel genau da an dem Hinterrad und gewinnt dann das Rennen oder so, ja, also ja. Das interessiert mich einfach und da beobachte ich einfach sehr, sehr viel und natürlich dann meine eigenen Erfahrungen auch, ja, die ich halt einfach reflektiere und dann halt einfach da irgendwie Schlüsse versuche zu ziehen, ja, und das zu analysieren und ja, und da hat sich das dann irgendwie so entwickelt. Okay. Ja. Das ist spannend, ja. Ah, okay. Nennt man das Affirmation? Ich komme jetzt gar nicht auf das Wort. Egal. Wenn man sich das quasi selber so herleitet aus der Realität, aus der Welt, so, das ist auf jeden Fall auch spannend, ja. Ja, so ich finde es halt eigentlich fast am besten, also was heißt fast am besten, kann man jetzt auch nicht sagen, aber es macht einen auf jeden Fall, also mir gibt es mehr, ja, als wenn ich jetzt also ich traue mir selber da mehr als jetzt irgendwie Mods, den, was weiß ich, Guru und Psychologen, Professor, wo man dann irgendwie erstmal 1000 Euro zahlen muss und dann ja kriegst du 3 Tipps und du denkst dir nur so, hä, Junge, du hast doch keine Ahnung eigentlich, ja, das ja. Deswegen finde ich da den Weg, den ich da für mich gehe, einfach ist der für mich ganz okay. Ja, man braucht auf jeden Fall hohe Ziele und trotzdem Kopfkino, Visualisierung hilft ja. Voll, klar. Und Stichwort hohe Ziele, du wolltest ja auch zu, das wusste ich gar nicht, zu Olympia. Ja. 2016, ich hatte das ja krass verfolgt auch, also jetzt nicht deine Sachen so, aber so generell Olympia. Ja. Und jetzt im Nachhinein dachte ich, ach krass, da hättest du, dann wäre der Maurice, wollte zumindest dann auch an Start gehen. Ja, so klar. Olympia ist schon immer eigentlich das Höchste, was man als Sportler, finde ich, nach wie vor erreichen kann. Und ja, genau. Da also du hast eine Kurzdistanzkarriere sozusagen auch schon ein bisschen hinter dir, nicht? Genau, also ich habe ja 2006 habe ich mal angefangen mit Triathlon, hatte ich 2 Wettkämpfe gemacht, so als Schnupper. Und 2007 dann richtig angefangen und da ist natürlich, da war ich klar jünger und da ist man natürlich auf der Kurzdistanz, Sprintdistanz, olympischen Distanz natürlich unterwegs und ja, da war das halt alles noch ein bisschen sagen wir mal so spaßiger und da habe ich mich eher so halt einfach ja, leiten lassen irgendwie so oder bin mitgeschwommen. Hatte immer viel Spaß und vor allem am Training und vor allem einfach genau und bin dann da, ja, so Europacups, Weltcups habe ich eben gemacht und dann habe ich auch gemerkt, so ja, ich will eigentlich, Olympia wäre eigentlich schon das aller coolste. Ja, aber leider hat es dann irgendwie nicht gereicht, beziehungsweise ich habe es auch nicht, ja, vielleicht auch nicht straight genug trainiert und es auch nicht so kommuniziert vielleicht. Es war so ein innerer Wunsch einfach vielleicht. So. Genau, und also ich wäre, das Größte wäre für mich gewesen, so ein Stützpunkt, so ein Internat, so ein Sportinternat. Davon habe ich immer geträumt.
Und ja, weil ich habe das einfach geliebt so. Oder nach wie vor einfach. Ich mag Trainingslager auch ultra gerne, weil das ist einfach so, einfach so brutal auf das Wesentliche und alles dafür so, ja, und auf das Wesentliche fokussiert, das liebe ich einfach. Und das wäre für mich wirklich, wirklich toll gewesen, aber damals habe ich das einfach nicht so kommuniziert, war mir auch vielleicht noch nicht ganz so klar und dann hat es halt einfach nicht hingehauen. Also meinst du Stützpunkte, so wie sie es jetzt auch gibt, so Saarbrücken und so? Genau, da, genau. Das hätte genau. Dich auch gecatcht. Ja. Ja, genau, oder jetzt so wie hier in Freiburg oder sowas. Ja, das ist einfach, das finde ich geil, ja. Und das ist auch echt cool, dass es solche Möglichkeiten da gibt. Und hast du auch mit den Jonas Schomburg geraced, nicht? Ja, genau. Habe ich auch. Genau. Hat sich quasi durchgebissen. Verfolgst du so ein bisschen die Kurzdistanz-Szene auch noch? Ja, also ich meine, das ist ja schon so, dass das ist nach wie vor faszinierend. Und die Jungs, was sie da einfach leisten, ist abartig. Und es macht einfach Spaß. Das ist einfach auch Racing. Muss man ja auch sich ehrlicherweise eingestehen. Ironman ist schon auch Racing, aber naja, so Rentner Racing vielleicht, ja, aber mit Handbremse so. Genau, genau. Aber halt das Kurzdistanz, da geht's halt einfach richtig ab und das macht schon Spaß. Das wäre dann eigentlich so, hatte ich mich gefragt, Super League ja auch so genau dein Ding gewesen eigentlich, oder? So dieses Super League-Format? Ja, vor allem im Pool schwimmen auch. Oder diese Indoor-Super League da so. Ja, ich komme ja vom Schwimmen. Ja. Und so, das wäre schon cool. Ich hatte auch jetzt eine Anfrage für München, glaube ich. Aber ich bin jetzt gerade noch überhaupt nicht in Form und so weiter. Das hätte jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber das sind natürlich schon geile Formate, das muss man sagen. Und ich sehe es halt auch, dass ich halt nach wie vor halt einfach auch hohe Intensitäten halt fahren kann und auch trainieren kann und dass ich halt, dass mein Körper das halt auch noch mitmacht noch, ja, und das macht dann halt auch doppelt Spaß, ne, wenn man halt einfach merkt, so, oh fuck, schneller als Ironman Pace geht sowieso oder schneller als 70.3 Pace geht eh nicht, bin gerade froh, dass ich jetzt quasi auf der Langdistanz bin, das ist bei mir eben nicht so, sondern ich kann nach wie vor aus allen Kanonenrohren feuern und das ist natürlich cool. Geil. Ja, übrigens ein Fun-Fact, ich habe gesehen, 2013 warst du beim ITU Cup, Banyoles heißt es, glaube ich, in Spanien, bist du 19. geworden und hinter dir, ein Platz hinter dir, war der Maarten van Riel. Echt? Der jetzt den Weltrekord aufgestellt hat, übrigens auf der Halbdistanz, ja. Also ja, mit dem bist du dann auch geraced sozusagen. Geschlagen, natürlich. Geschlagen, naja, was kann los? Der kann nichts. Ja, der war. Ja, aber da kennst du ja dann auch einfach viele da aus der Szene, so nicht? Ja, wobei jetzt muss man sagen, jetzt ist natürlich, das ist ja schon eine Weile her und so weiter. Damals kannte ich schon viel mehr. Jetzt kommen da einfach viele nach. Da hat man natürlich so den persönlichen Kontakt nicht mehr so. Aber nee, klar. Ach, die Jungs sind auch cool einfach, ne, muss man auch sagen. Das sind halt einfach, die geben sich halt so richtig die Kante im Wettkampf und danach gibt es halt einen Handschlag hinter der Ziellinie. Ja, und man geht dann am Abend alle zusammen irgendwie. Erstmal Pizza essen und dann noch halt in die Disco, so, ja. Und das war vielleicht früher jetzt auch anders, als es jetzt ist, aber da war halt dann auch so, das war halt einfach schon lockerer, ja. Da hat man halt einfach drei Eise nach dem Wettkampf abends gegessen und Pizza und so weiter und so fort, ja. Und dann ging es weiter und ich glaube, heutzutage ist das schon auch alles viel, viel professioneller oder halt einfach viel. Ja. Mit mehr Weitsicht irgendwie, ja, oder mit mehr Verstand irgendwie wird das alles gemacht. Und damals war das schon, sag mal, ein bisschen wilder, wobei ja ich eh auch, jetzt frag mal Daniel Unger oder sowas, der erzählt ja dann was von wilden Zeiten, ja. das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, aber Ja, das ist natürlich auch wieder, um das jetzt verteufeln zu wollen, nicht so Kapitalismus, nicht? Es kam der Sport wurde immer interessanter für Medien und Investoren. Dann professionalisiert sich halt auch alles, nicht? Ich fand zum Beispiel auch spannend, jetzt hier mit den Jan Strattmann und Simon Henseleit, die berichten halt auch davon, dass die wissen sehr genau, was die im Training zu tun haben und dass die halt auch hier und da wirklich genau gucken, dass man halt, sag ich mal, im Training doch vielleicht einen Gang zurückschaltet und dann halt im Wettkampf zählt, so, nicht?
Und das ist vielleicht auch so ein Unterschied, das will ich jetzt gar nicht bewerten, zu früher, so nicht, dass man genau weiß, welche Schrauben man zu drehen hat. So. Ja. Das genau. Es Vor- und Nachteile halt, wahrscheinlich. Aber hat, genau, hat wie immer Vor- und Nachteile. Du kannst es dir halt einfach auch fast nicht mehr leisten, ja, einfach wahllos mal einfach zu ballern. Weil, ja, dann ist halt der Wettkampf, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Wettkampf schlecht ist und dann ist halt Kacke. Ja, ja. Und dadurch, dass es so eng ist alles, hast du halt auch wenig Spielraum dann im Wettkampf selber, ja. Wo du halt einfach sagst, so gut, früher, ja, oh, ja die Einheit vor 3 Tagen im Training, wo ich mir einfach die Kante gegeben habe, die merke ich jetzt schon noch. Aber naja, gut, hat er jetzt trotzdem nochmal irgendwie für einen Sieg gereicht, ja, weil halt der zweite irgendwie halt, konntest halt auf dem Rad irgendwie was klar machen und hast halt irgendwie 20 Minuten Vorsprung gehabt. Ja, das ist jetzt halt überhaupt nicht mehr so. Und ja, dafür glaube ich, ja, es können halt auch, sag ich mal, nicht nur die Big Five oder sowas in dem Sport überleben, sondern kriegen halt auch zum Beispiel kleinere, jüngere Athleten oder Athleten, die nicht so die Ergebnisse haben, auch schon Geld, was jetzt früher vielleicht nicht der Fall war. Ja, das hat ja dann auch sein Gutes. Ja, achso, apropos Big Five. Nee, du hattest gesagt, um den Top 3, glaube ich. Das ist ja auch wieder Kopfkino, so ein bisschen Visualisierung. Also du hast schon vor, auch in Kona unter die ersten 3 zu kommen, nicht? Das ist auch dein Ziel. Das hast du ja auch klar geäußert, kommuniziert. Ja. Und dementsprechend ist das der Fahrplan da. Ja, auf jeden Fall. Also das ist der Fahrplan. Ja. Und da bin ich heiß drauf. Da brenne ich für. Und ja. Das fand ich halt auch spannend. Ja, klar. Und das ist halt auch vielleicht so, weiß nicht, ob das jetzt auch so, du bist ja jetzt, wie gesagt, schon mehrere Jahre dabei, dass du vielleicht, korrigier mich da gerne, dass hier und da dir auch schon aussuchen kannst, wo du racest, weil du meinst ja auch, dass du, es muss halt irgendwie funken, so nicht, es ist halt, wenn nicht der Race, der Wettkampf nicht pusht, so nicht catcht, so, dann ist es halt irgendwie auch, dann, ja, dann ist es vielleicht das auch unter Umständen nicht. Und ich glaube, viele so gerade, der Felix Henschel hatte das, glaube ich, mal so gemeint, so wenn man aus dem Mittelbau kommt, aus dem Triathlon-Mittelbau, dann musst du halt das mitnehmen, was gerade angesagt ist, wo vielleicht mehr Geld zu holen ist. Ja. Auch wieder so, hat auch wieder Vor- und Nachteile. Nicht? Genau, also das habe ich halt auch gemerkt, dass du musst einfach richtig Bock haben auf die Wettkämpfe, gerade auf die großen, sage ich mal. Ja. Und da kannst du halt auch einfach pieken, richtig pieken, sowohl vom Körper als auch vom Kopf her. Und so was du dann noch so einstreust, so Mitteldistanz hier, Mitteldistanz da, klar, da bist du fit, sag ich mal, aber jetzt auch nicht übertrieben fit und so, aber so diese großen, und es sind meistens halt 2, maximal 3 Rennen, da musst du Bock drauf haben, ja, sonst funktioniert es nicht. Ja, wir kommen langsam zum Schluss, Maurice, aber was mich noch interessieren würde, das knüpft eigentlich auch an, so dieses Stichwort extrinsische, intrinsische Motivation, nicht? Mhm. Was ist es denn bei dir, dass du, ist es dieser Anspruch, sage ich mal, seine eigene beste Version zu werden? Ist es der Ehrgeiz, mit sich mit anderen zu betteln, die eigene Leistung zu erforschen? Was ist da primär so das Gefühl jetzt so in der jetzigen Phase? Das ist gut, dass das in der jetzigen Phase, weil das ändert sich auch. Ja? Also vom Wettkampf ist es dann zum Beispiel, die anderen zu schlagen. Jetzt ist es gerade einfach so, sich selber zu verbessern. Also einfach schon zu wissen, so, Hawaii kommt, Rot, Challenge Rot kommt, da will ich einfach die beste Performance abrufen. Und um da dann die beste Performance abrufen zu können, muss ich jetzt die und die Einheit in der und der Hinsicht am besten machen. Und darauf kommt es jetzt an, hier und heute und jetzt. Und dieses, auf was es dann da ankommt, während dieser Einheit, das maximal zu erfüllen, das spornt mich halt unheimlich an. Interessant. Heißt es jetzt, was weiß ich, bestimmte Zeiten zu erfüllen, möglichst konstant zu laufen oder erstmal schnell, dann langsam oder weiß ich was, ne? Davon bin ich besessen einfach. Mhm. Ja, genau. Und das ist halt genau nichts extrinsisch. Extrinsisches,
genau. Ja. Was halt wieder so, weiß ich nicht, das wäre halt wieder so Prestige, Geld, so nicht, so, das ist halt ein, das Scheiß muss man drauf. Halt auch, ja, Scheiß drauf. In der, an dem Tag, in der Session, da interessiert mich das überhaupt nicht. Ja. Da ist einfach, da will ich einfach das so gut wie es geht machen. So, der Rest kommt dann von selbst. Ja, da denke ich gar nicht drüber nach, sondern da bin ich einfach da bei der Einheit und voll da und dann bin ich da besessen, einfach das so gut wie möglich einfach da runterzuhobeln. Ja. Mhm. Ja. Du hast gerade so einen halben Nebensatz gesagt, so wie es jetzt gerade ist. Mhm. Du hast ja auch, glaube ich, gesagt, so, dass du das vielleicht so ein bisschen noch adaptiert hast. Also dieser Race-Style, der ja dieser Krawall-Race-Style ist, hat sozusagen ja doch deine Identität so ein bisschen gespielt, so nicht? Aber erleben wir dann jetzt so ein bisschen so ein, ich sag mal, doof formuliert, so einen konservativeren Maurice, weil du halt irgendwie auch gemerkt hast, ich muss halt leider hier und da so ein paar Sachen einhalten, um erfolgreich Herr zu werden, oder? Genau, also es gibt halt zwei Sachen. Erstens hat sich, so wie wir es halt auch am Anfang gesagt haben, hat sich schon was verändert einfach. Die ganzen Rennen sind dichter geworden und so weiter und so fort. Und als ich 2014 dann da mein erstes Jahr auf der Mitteldistanz eigentlich hatte, das ja auch echt erfolgreich war, da war das auch noch anders irgendwie. Da konntest du halt einfach auch ballern und dann irgendwie halten auf dem Laufen. Und dann hat es irgendwie so geklappt, ne? Nur jetzt geht es halt auch nicht mehr, weil dann ballern die anderen mit und dann überlaufen. Von alle. Genau, so. Ja, und da muss man sich natürlich, eine Zeit lang habe ich das trotzdem versucht und da hat es irgendwie halt nicht richtig geklappt und so und so weiter und so fort. Das ist auch wieder ein Prozess, und aber man muss sich da halt auch da anpassen, ja. Taktik, natürlich, klar. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass man für sich selber einfach auch merkt, ja, es ist, du holst dann nicht das Beste einfach raus, wenn du einfach so, sag ich mal, mit deinem Herz einfach raced, nur mit deinem Herz raced. So. Da holst du einfach nicht das Beste raus. Und aber das ist auch ein Lernprozess, das einfach so zu verlagern und zu sagen, naja, ich race schon mit meinem Herz, aber vielleicht erst so ein bisschen gleichmäßiger mit dem Herz racen, ja. Und dann irgendwie das zu verlagern, dass man nach hinten raus eher dann quasi so dann richtig da das dann irgendwie, weiß auch nicht, richtig ernst nimmt, ist vielleicht auch das Falsche, aber dass man da halt anfängt zu racen einfach, so dass man so ein bisschen das. Ja, dann ist das vielleicht auch zu kurz gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel, könnte man ja jetzt auf die Schnelle sagen, ja, okay, wenn du jetzt den Race-Style änderst, so, dann ist ja irgendwie so, dass du mit der Identität so ein bisschen da, das passt alles nicht mehr und dass man sich halt irgendwie anpassen muss und ob man das dann durchhält, so nicht. Aber du sprichst jetzt auch gerade davon, das ist ja auch so ein Prozess, dass man das immer mehr, dass es normal ist, dass man sich auch verändert, so, und das akzeptiert und so, und das ist dann so nach dem Motto, halte ich das überhaupt durch, so, dass sich die Frage gar nicht mehr stellt, weil man kann das auch gar nicht groß beschreiben, das ist dann einfach so ein Prozess, so nicht? Genau. Es ist einfach so ein neuer Krawall, der, also kann auch Krawall sein, aber auf eine andere Art einfach so. Genau, ja. Also es ändert ja nichts, dass ich nicht alles gebe, ja, das gebe alles. Und ich, also, es verlagert sich halt einfach, ja. Und es ist, das einerseits hat es damit zu tun, dass man sich natürlich persönlich auch weiterentwickelt, und aber, das muss man auch sagen, dass halt gerade der Sport auch in den letzten Jahren unheimlich an Dynamik gewonnen hat und so. Und da muss man sich natürlich auch anpassen. Ja, es ist nichts statisch. Ja. Und man ist einfach kein Übermensch. Ne? So, hätte ich jetzt irgendwie einen 400-Watt-Motor drin, ja gut, dann noch dazu ein E-Bike, ja, dann wäre alles egal. Aber es ist halt nicht so. Und dann muss man halt einfach gucken, dass man da halt sich da auch anpasst, ne? und die anderen auch beobachtet. Ja. Eine letzte Frage dazu noch. Du wurdest ja auch hier und da schon mal so ein bisschen konfrontiert dazu. Also ich glaube, der Bocky meinte auch mal so wundertütenmäßig, so nicht. Ärgert dich das irgendwie so, dass man dich dann damit konfrontiert, so, dass man, sag ich mal, nicht dieses, dass man so nicht konstant ist, was ja eigentlich, aber wenn man das mal weiterdenkt, also
außer wenn man jetzt vielleicht Frodeno im Nachnamen heißt, wer ist denn schon konstant? Also es geht ja gar nicht. So weit, wie du gesagt hast, die Dichte ist so krass und da kommen so viele Faktoren, Anreise, Wettkampf, Tagesform, Gefühl, wie geht's der Familie etc. Ja. Also du bist ja keine Maschine, so nicht? Nee. Aber wie gehst du damit um so? Wenn eigentlich ganz locker. Ist das ein Gedanke bei dir, wo du dann weiter drüber nachdenkst, oder ist das einfach so dann, das ist nicht Thema so? Nee, ist nicht Thema. Ja. Muss ich sagen. Also, nee. Vor allem, das kommt ja von außen. Und schlussendlich interessiert ja eigentlich mich das, was ich selber für mich fühle. Und wenn ich einfach fühle, oh, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr auf, am Anfang vorne zu sein und dann, sage ich mal, irgendwie einzubrechen oder sowas, dann tue ich alles dafür, dass es nicht mehr passiert, ja. Aber wenn ich weiterhin Bock habe, einfach das so zu versuchen, ja, dann versuche ich so und dann ist mir eigentlich egal, was die anderen sagen oder denken. Ja. Also da auch wieder, es kommt einfach aus mir einfach heraus, so und aus meiner Entwicklung und genau. Ja, das finde ich. Aber natürlich, das fuchst natürlich mich aber selber. Also quasi, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin von mir selber. Aber natürlich, klar, wenn du am Anfang dich gut fühlst und also wirklich gut fühlst, nicht irgendwie denkst, so ja, tief im Innern habe ich doch übertrieben und dass es jetzt so kam. Ich spreche jetzt zum Beispiel auch Hawaii wieder an. Das wusste ich ganz tief im Innern, wusste ich das? Nee, da wusste ich das eben nicht. Ja, ich war da vorne dabei und ich war felsenfest davon überzeugt, dass das einfach so passt. Ja. Und das fuchst mich natürlich, weil ich dann irgendwie mich von meinem eigenen Körper und Geist verarscht fühle, so. Und das kann nicht sein, ja. Und das fuchst mich dann viel, viel mehr als irgendwas, was andere denken. Was andere denken, ja. Was dann nur von außen herangetragen wird, was auch nicht der Realität teilweise auch ja auch einfach entspricht. Genau. Letzte Frage noch. Das passt auch wieder so zu Ironman Südafrika. Da hattest du gemeint, vielleicht auch so ein Tipp so für Akala, ich weiß nicht so. Du meintest du, dass du dann wieder gemerkt hast, dass du beim Laufen hinten raus angefangen hast, so kurzatmig zu werden und dass du nicht mehr so stabil laufen konntest. Und ich kenne das auch sehr gut von mir, dass man so konditionell könnte man krass racen jetzt beim Laufen, aber es geht einfach nichts mehr. Der Torso ist fest einfach alles, man kommt gar nicht mehr so in die Streckung. Da habe ich auch die Frage gestellt, kommt es denn davon, dass man halt zu hart Rad fährt? Oder wie, du hast ja dann so gesagt, dass der Ronny Schildknecht dann meinte, atme mal durch, mach dich locker so. Ja. Das fand ich interessant, weil ich habe es bisher noch nicht so hinbekommen in diesen Momenten, wenn es dann soweit war, dass ich wieder, weißt du, so Magenkrämpfe hatte und so. Diesen Switch habe ich noch nicht gefunden so im Wettkampf. Ja, also, Schalter. Ja, das war nicht am Ende, so, da ging es mir wieder gut. Das war so bei Kilometer 12 oder sowas, glaube ich, okay. So die Ecke. Also ich muss auch sagen, dass es mir da auch zum ersten Mal gelungen ist, quasi mich aus so einer Situation wieder rauszumanövrieren. Aha. In der Vergangenheit bin ich da halt einfach in den Schmerz einfach immer tiefer rein, bis halt die Ziellinie kam. Aha. Und das war das erste Mal, dass ich mich da wieder rausholen konnte. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass man einfach zu hart Rad fährt und dann sich nicht genug Zeit gibt, sich langsam in diesen Marathon reinzufinden. Dass man einfach, also der Umstieg von 180 Kilometer Rad in Aero-Position, die schlussendlich am Ende immer hart sind, auf einmal zu dieser vertikalen Laufposition und dann noch vielleicht schnell angehen. Das ist einfach für den Körper eine unheimliche Stresssituation. Und ich glaube, dass viele das einfach viel zu hart einfach machen, anstelle von einfach quasi Rad abstellen, hoffentlich nicht zu schnell gefahren, und dann erstmal so progressiv, sag ich mal, die ersten 10 Kilometer sich da reinfinden. Und dann halt wirklich zum Beispiel nur über die Atmung gehen. Alles andere ist scheißegal. Ich habe halt auf die Uhr geguckt.
gesagt habe, ja, bam, 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 ja, so, die ersten 10 Kilometer, und habe eben genau gemerkt, so, ja, ich fühle mich gut körperlich, ja, aber irgendwann hat dann halt einfach das mit der Atmung nicht mehr gestimmt, irgendwie, dann bin ich eben festgegangen, und ich glaube, wenn man sich dann halt, und nach dem Schnitt, was eben, was du da beschrieben hast, was der Ronny gesagt hat, da habe ich aber so einen Schnitt gemacht und so einen Restart, und da habe ich einmal quasi mal kurz so innerlich halt angehalten, bin dann auch wirklich langsamer geworden und bin dann ganz ganz vorsichtig wieder schneller geworden, ja, also hab das nochmal so wieder quasi neu aufgebaut, aber wenn man das gleich zu Anfang macht vom Marathon, ich glaube, das ist dann einfach für den Körper auch gesünder, und ich glaube, dann kommt man gar nicht so in diese diese Disbalance irgendwie. Hast du dann aber auch, also hast du dann auch bewusst die Atmung verändert irgendwie, oder ist das einfach dann automatisch passiert, weil du mehr in dich reingegangen bist? Nee, also ich habe dann auch die Atmung verändert, genau, so Bauchatmung habe ich gemacht, und habe mich auf die Lockerheit konzentriert, wie man so schön sagt. Ja, also schön verkrampft auf die Lockerheit konzentriert. ja, genau, das ist halt auch wieder das. Ja, nee, ja, man muss halt einfach versuchen, und das ist auch das, was man im Training gut trainieren kann, wenn man schon müde ist, einfach versuchen, locker zu bleiben. Und das habe ich halt dann versucht, und das hat dann gut geklappt. Ja, genau. Da fällt mir gerade ein, dass, als ich damals meinen Führerschein gemacht habe und das erste Mal auf der Autobahn war, fährt man zum ersten Mal halt schneller, und danach war ich wieder auf der Landstraße, und da meinte mein Fahrerlehrer, warum fährst denn du so schnell? So, ja, nicht so, ich fahre doch ganz normal, nein, du fährst zu schnell. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Effekt vom Radfahren zum Laufen, weißt du, dass du dann vielleicht einfach so schnell unterwegs warst mit dem Rad, und dann willst du das irgendwie imitieren beim Laufen oder wieso? Du bist da noch drin, so einfach, in dieser Geschwindigkeit, also so die, genau, das stimmt, ja. Du kommst dir erst so langsam vor, wenn du da anfängst zu laufen. Ich glaube, da spielen halt ganz, ganz viele Sachen eine Rolle. Die man einfach erst im Nachhinein, so wie wir jetzt, analysiert, aber währenddessen die einfach so als Tatsachen irgendwie, ohne dass du jetzt drüber nachdenkst, auffallen, oder eben nicht direkt auffallen, aber du machst halt dann unbewusst alles dafür, um quasi um wieder so ein bisschen in das, um das zu berichtigen oder sowas, ne? Und dann bist du einfach viel, viel zu schnell. Ja, sehr cool. Ja, Maurice, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Hat mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht, dass du, wie gesagt, auch da die Zeit geschenkt hast, einfach weil wir hatten ja eingangs drüber gesprochen, dass es nicht selbstverständlich ist, da einfach so viel anliegt im armen Tag. Habe ich gern gemacht. Ja. Sehr schön. Morgen ist es übrigens wieder soweit, nicht? Morgen ist wieder Südafrika. Ja, genau. Morgen ist wieder einmal in Südafrika. Ich werde es natürlich verfolgen. Es ist ein Livestream, nicht? Habe ich jetzt auch gesehen. Ja, gibt auch einen Livestream. Also ich mache selber, also man muss sagen, ich bin jetzt gerade selber noch nicht so in Form, dass ich da irgendwie mitmachen könnte. Durch meine Veränderungen hier, was also Rad betrifft und so weiter, früher Scott, jetzt Giant, ist auch das mit Material einfach noch nicht, teilweise noch nicht, die Wettkampflaufräder noch nicht da und so weiter, was halt alles der Gesamtsituation einfach geschuldet ist. Von dem her, von der Seite bin ich auch noch nicht ready, oder wäre ich noch nicht ready, von dem her, ja. Es ist schade, dass ich da nicht racen kann, aber ich bleib locker und ist halt so. Das ist nicht tragisch, aber ich werde es natürlich verfolgen und werde anstelle dann morgen beim Freiburg-Halbmarathon einfach mal einen Trainingslauf machen. Ich gebe alles, aber halt einfach so jetzt aus dem Training raus, und da freue ich mich auch drauf. Habe ich sonst auch nie die Möglichkeit, irgendwie da. So ein bisschen inkognito so an den Start gehen. Musst nichts erreichen. So. Nee, genau. Einfach nur alles geben, alles auf der Strecke lassen und einfach mal nur laufen. Ja, das ist auch mal wieder schön. Ja, sehr geil. Ja, Maurice, cool.
Danke dir echt für deine Zeit. Wie gesagt, also ich habe jetzt schon zu Lennart gesagt, das Interview wird ich mache ja immer 2-Wochen-Rhythmus so, wird dann in 1,5 Wochen online gehen und perfekt. Mit Lennart. Also Lennart, das ist ja auch echt super, macht mega Spaß gemacht, auch so die Kommunikation ist auch nicht selbstverständlich. Also ich habe es auch anders schon erlebt, ist auch ohne Wertung, aber es ist einfach cool auch, dass man da, dass es ein Austausch ist auf Augenhöhe und da, ja. Nee, das habe ich auch das Gefühl. Dass wir geben uns einfach Mühe in dem, was wir machen können und sagen auch ganz klar, wenn halt was nicht geht, dass es halt einfach leider zu viel ist oder sowas. Und das ist ja auch keine Schande dann. Nein. Ja, genau. Absolut. Gut, dann hole ich mal meine Startnummern ab. Ja, ja, mach das. mal schauen jetzt, ich bin echt gespannt. Es soll so minus 2 Grad oder sowas. Oh, geil. Das ist ja richtig geil. Ja, ja. Ja, ist echt, letzte Woche um die Zeit sind wir kurz durch den Schwarzwald gefahren, ja, also unglaublich. Aber, ist krass, ja, man muss so nehmen, wie es kommt und das Beste draus machen, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich wünsche dir ein fröhliches Ballern. Danke. Gute Beine. Und wenn ich nicht mehr kann, dann frage ich mich, was ist los? Ja. Okay. Gut. Also Maurice, ja, cool. Also, vielen Dank, schönes Wochenende und ich freue mich dann, wenn ich dann den Podcast dann teilen kann. Ja, ich melde mich auf jeden Fall. Sehr gut. Gut, super. Also danke. Ciao, ciao. Hau rein, Maurice. Jo, ciao. Yo, yo, yo. Ja, nein, das ist keine Hommage an Sam Long. Ich musste nur gerade spontan an eine Sprachnachricht von Maurice Manager und Buddy denken, die er mir im Vorfeld geschickt hatte. Und ja, überhaupt, die gesamte Kommunikation mit der Clavel Crew war total easy, entspannt, aber auch professionell. Ich meine, Maurice ist hier schon viele Jahre im Triathlon-Game und ist nicht unbedingt darauf angewiesen, in so einem jungen und noch eher kleinen Projekt seine Zeit zu schenken. Und ich muss auch zugeben, dass ich vor dem Talk mit Maurice ein bisschen aufgeregt war, weil ja, Maurice ist halt auch schon einige Jahre dabei und hat natürlich auch in gewisser Weise ein Standing. Aber gleichzeitig hatte ich auch schon in den ersten Momenten das Gefühl, ihn irgendwie zu kennen, obwohl man sich ja noch nie begegnet ist. Wenn du Maurice verfolgst oder mal in das ein oder andere Interview auf YouTube reinklickst, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Ja, er ist einfach ein lässiger Zeitgenosse, der sich aber auch durchaus über vieles Gedanken macht und genau weiß, was er kann, ihm gut tut und was es braucht, dass er Krawall machen kann. Kurzum. Ja, alright, okay, ich hoffe, die letzten 80 Minuten waren unterhaltsam für dich und ja, du kannst mir gerne auch dein Feedback fragen oder Meinung schicken. Ich finde es total klasse, dass sich da einige schon, ja, via Instagram und Co. Gemeldet haben. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen in der Streaming-App deiner Wahl und ja, check am besten wieder Instagram, wadeslos_podcast und dann weißt du auf jeden Fall Bescheid, wann's und wie's weitergeht und ja, bis dahin, ciao, ciao.